So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und ich muss mal schauen, dass wir hier relativ unbemerkt reinkommen. Zack, sind wir auch schon auf dem ehemaligen Gelände. Und zwar sehen wir uns heute eine verlassene Viehaufzuchtstation an. Und ich möchte noch gar nicht so viel spoilern, was wir uns gleich angucken werden, was wir gleich sehen werden. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, diese Location oder so eine Location gibt es kein zweites Mal. So, vielleicht noch mal eine Sache vorab. Also ich habe jetzt letztes Mal das Palastvideo hochgeladen und da habe ich teilweise mein Mikrofon ein bisschen zu laut gehabt. Aber diejenigen, die mir schon ein bisschen länger folgen, wissen, dass ich Asthma habe. Und deswegen bin ich häufig am Schnaufen. Das hat nichts mit meiner sportlichen Fitness zu tun. Die ist eigentlich ganz okay. Aber das liegt tatsächlich an meinem Asthma. Von daher, ja, für die, die es nicht wissen, ich habe Asthma, allergisches Asthma. Das ist insbesondere schlimm, wenn ich meinen Spray nicht dabei habe. Jeder, der Asthma hat, der wird das vielleicht kennen. Und häufig ist das ja so, dass diejenigen, die es nicht haben, gar nicht wissen, was das bedeutet. Ähnlich wie bei Migräne. Ich habe auch manchmal Migräne. Von daher, Leute, die, die das haben, ich leide auf jeden Fall mit euch. So, genug geredet. Wir gucken uns jetzt hier mal um. Löschwasserteich. Hier finden wir ein Gebäude. Und das sind die ehemaligen Mastanlagen. Ich muss mit meiner Jacke ein bisschen aufpassen, damit ich nicht zu viele Jackengeräusche drauf habe. So, mal gucken, was wir hier haben. Also ich bin heute mit dem Alessandro, mit dem Favorite Urbex, dem Toni und dem Oliver unterwegs. Und hier ist es ein bisschen glatt. Und wir sind heute in Deutschland unterwegs, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und wir gucken uns mindestens mal 3 Spots an. Und die Jungs sind schon mal draufgegangen, weil ich die Technik gerade noch ein bisschen vorbereiten musste. Und der Oliver wartet hier brav auf mich. So. Bisher ganz easy hier, ne? Ja, hier ist doch alles offen. Ja, ja, klar. Müssen wir aufpassen, dass keine Bären kommen, oder? Ja. Ich habe trainiert extra dafür. Ah, Bären fangen. Ja, sind die schon? Ja, die sind schon. Okay. So, wie gesagt, eine alte Viehaufzuchtstation aus der damaligen DDR. Und hier haben wir schon die erste Munitionskiste. Ihr seht also, hat irgendwas mit Militär zu tun, was wir hier vorfinden. Das kann ich euch schon mal sagen, der obligatorische Schuh. Hier sogar mehrere. Und ich kann euch schon mal sagen, es ist nicht Zweiter Weltkrieg. Das kann ich euch schon mal verraten. Ja. Oh, guck mal hier. Da haben wir einen Schaltschrank. Und hier steht das Tränke, Kraftfutter, Eimerkette. Aber Zerstörungs- oder Zustand ist richtig räudig, wie ihr seht. Weitere Kiste. Höhere Munition. Aber das ist nicht das, was wir sehen wollen. Boah, es ist richtig, richtig kalt. Hier, komplett alte Schaltschränke. Teilweise sogar noch mit Kabel. Also, ist ja selten, dass man noch diese ganze Kupfertechnik sieht. Auch hier eine alte Munitionskiste. Oh, ist alles voller Munitionskiste. Alter Schwede, Leute, schaut mal. So, es geht los. Da, was ist das? Ein Filter. Wofür ist der Filter? Für eine Gasmaske. Für eine Gasmaske, okay. Vielleicht haben wir ja schon den ersten Hinweis darauf, worum es hier in diesem Video geht. Es geht nämlich um Gasmasken. Schaut mal, Leute. Hier ist alles voll. Und ihr müsst aufpassen, es ist sehr glatt. Schaut mal hier. Es geht los, Leute. Alles voller Gasmasken. Brauchten gar nicht großartig suchen. Mhm. Kindermasken. Jo, zeig mal an. Ja, das sind definitiv Kindermasken. Ja. Oh, jo, 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 Leute.
Es ist richtig kalt. Called me. Martina. So, und hier steht noch ein alter Trabi rum. Das Dach haben sie weggeflext. Und auch hier alles voller Handschuhe und Gasmasken. Ich glaube, brauchen wir gar keine Lampe hierfür. So, NVA 53. 1188. Und, was hast du? Nee, es muss noch einen zweiten geben, weil der, hier fehlt das Dach. Hier fehlt das Dach. Ja, da gibt es einen, das hast du geholt, ne? Mhm. Test, Test. So, ich habe gerade noch mal ein bisschen am Mikro gestellt. Ich hatte es, glaube ich, ein bisschen sehr empfindlich eingestellt. Das möchte ich nicht noch mal erleben wie letztes Mal. So, alles voller Handschuhe hier. Der ganze Sack ist voller Handschuhe. Guck dir das mal, den riesen Sack an. Das ist hier wahrscheinlich auch. Dahinter ist alles voll. Mach mal auf. Also heben wir auch. Nee, das ist Fütterungsmaterial. Ja, das ist schon viel. NVA. Ja. Steht doch drauf hier. Hab ich gerade schon. Heftig. Das sind für Erwachsene. Ja. Das sind für Erwachsene. Also ihr seht, hier gibt es eine große Auswahl an Gasmasken. Wenn also ein Konflikt mal austreten sollte, dann können wir hier auf jeden Fall ausreichend Gasmasken finden. Die wir natürlich nicht nutzen, weil die Asbestfilter haben. Was ist hier drin? Was ist das denn? Ah, das ist wahrscheinlich zum Nachweisen, ne? Vergiftungsdichte. Kampfstoffnachweisfolie. Kampfstoffnachweisfolie steht da unten. Krass. Das ist krass. Also Leute, hier war alles für den Ernstfall gelagert. Wir finden hier Handschuhe. Wir finden hier Gasmasken. Wir finden hier Kampfstoffnachweisfolie. Und ohne Ende Filter. Und überall diese Munitionskisten von den sowjetischen Streitkräften. Teilweise sogar noch komplett zu. Es ist einfach unnormal viel. Hier schaut mal die ganzen Filter an. Sogar noch eine alte Tragetasche, wo das drin war. Und schaut mal, das geht richtig weit noch rein. Aber wir gucken uns natürlich erstmal hier um. Kindergasmasken ohne Ende. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht für die Ohrmuscheln, für die Kopfhörer. Und Alessandro, was sagst du? Mega. Krass, oder? Mega. Hier ist alles voll, ne? Voller. Hier ist wieder die Folie für Kampfstoffnachweis. Und hier, das sind die Gitter, da haben die Tiere drauf gekackt. Und dann ist das durchgefallen, damit die nicht in ihrer eigenen Scheiße stehen. Sag mal hallo. 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 Liebe Followerinnen. Schaut mal hier, ein Schnüffelstück von der Gasmaske. Also das ist schon, da sind die ganzen Taschen dafür. Ich komme zu dir. Die Sachen wurden alle einzeln gelagert. Mach mal auf. Ich glaube, das kann man aufmachen. Ist wahrscheinlich eine Membran drin. Ich denke, das ist eine Membran. Ja, das ist die Membran. Nee, klar, die Scheibe. Ach, das sind die. Ach, für vorne? Das sind die Glasansätze. Für die Augen vorne? Mhm, korrekt. Ja. Krass. Da haben wir so
mehrfach gesichert durch Papier. Da hast du sie, ne? Mhm. Ja. Also das bedeutet, man konnte hier wirklich die Gasmasken auch einzeln reparieren, ne? Ja, und einen zusammenbauen. Mhm. So wie früher. Kennt ihr vielleicht noch die Zeit, wo man Geld verdienen konnte, indem man hier Kugelschreiber zusammen. Ja, sieht aus wie für ein Tier, ne? Man sieht jetzt was drin. Ja, Oliver, was hast du da? Ja. Leuchte mich mal nicht an. Was? Leuchte mich mal nicht an. Ach, ja. Meinst du, das ist ein Filter? Das ist ein Filter, ja. Ach so. Wir haben zwei Alarmmasken, kannst du gleich vorne sagen. Also wahrscheinlich so ein Staubschutzfilter, FFP2 oder so, keine Ahnung. Ich komme. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht hier alles kaputt treten. Deswegen balanciere ich mal hier. Und alles voller Handschuhe. Es ist hier wirklich alles voller Handschuhe. Oh, guck mal, ein Riesenberg. Ich weiß, ich merke das gerade. Jetzt mal ohne Flagge. Ja, sag mal. Du hast doch gesehen, dass ich aus dem Auto gestiegen bin ohne Geld. Ja. Wo kommt der 10-Euro-Schein her? Vor allem ist der gerollt. Warum ist der gerollt? Keine Ahnung. Ja, hat jemand hier vergessen wahrscheinlich. Ja, ist doch gut. Also, wenn das euer 10-Euro-Schein ist, dann meldet euch gerne bei Toni. Der wird euch den nicht wiedergeben. Cool. Vielleicht liegt hier noch mehr Geld rum. Guck mal, hör mal die Geräusche da. Boah, krass. Oh, Jesus. Jesus, ist das kalt an den Händen. Und das hier übrigens sind die Filter, eingerollt in Papier. Sehen wir gleich bestimmt noch welche ausgerollt. Da. Da sehen wir die. Interessanterweise habe ich gerade schon gesagt, die waren früher mit Asbest, als man noch nicht wusste, dass die mit Asbest voll sind. Schaut mal hier. Mal gucken, ob wir hier ein Datum drauf haben. Kein Datum. 83, doch, 17.83. Das sind ja keine Munitionskisten, das sind die Kisten von den Gasmaskenteilen. Oh, schau mal. Richtig gut. Mal gucken, da hinten ist noch mehr. Und wir laufen jetzt direkt hier lang, wo die Tiere damals drauf waren. Und die hatten wahrscheinlich ähnlich wie heute nur ganz, ganz wenig Platz. Tierwohl wurde damals auch nicht gelebt, hat sich nicht viel verändert. So, Gasmaskenfilter. Boah, ein riesiger Haufen. Ein riesiger Haufen. Also hier ist viel Müll, aber auch viel Gasmaskenzeug. Das ist Heu. Und hier haben wir sogar einen Gasmaskenschlauch. Davon haben wir noch nicht so viele gesehen. Oh. Ja, ja, ich habe schon gesehen, das ist nicht ganz ungefährlich, hier lang zu laufen. Weil, guck mal, Leute, die geben auch nach. Ich werde mal, auch hier, man fällt zwar nicht tief, aber wenn man blöd aufkommt, dann ist der Tag auch gelaufen. Alles voller Gasmasken. Das ist wirklich unvorstellbar krass. So, wir gucken uns auch gleich mal draußen um. Kann Toni aber schon mal vorgehen. Hier haben wir Getränkekästen. Und hier mal der Blick zurück. Ja, hier ist ein aktives Haus. Da müssen wir, da dürfen wir nicht hin. Oh, meine Finger frieren ein. So, hier ist nur Schund. Also ist heute unsere erste Location. Drei haben wir insgesamt vor. Und mal schauen, wie weit wir heute kommen. Nochmal hier der Blick. Ich
Alter Schwede, ist das kalt. So, hier kommen wir langsam wieder in den Bereich, wo wir Material finden, Gasmasken und Co. Hat man auch alles einmal auf links gedreht, um zu gucken, ob man vielleicht noch was Spannendes und Wertvolles findet. Muss man sich mal vorstellen, das wurde alles, ich meine, zum Glück wurde es nicht gebraucht, aber es wurde dann alles gebaut, hat man Geld für ausgegeben und dann liegt das hier einfach rum. Hier muss es irgendwo noch einen Trabi geben, kompletten. Ja? Hier muss es noch irgendwo einen Trabi geben. Den richtigen. Okay. Also einen heilen. Sollen wir den mal suchen zusammen? Da vorne ist das aktive Wohngebäude, da können wir nicht hin. Oh. Hier rechts, da vorne. Ja. Mit Hund. Guck mal, hier fährt er auch regelmäßig an der Lang. Siehst du das? Ja. Bunker gibt es hier nicht, oder? Nur eine Bunkertür. Nur eine Bunkertür. Das hier hat hier nichts zu bedeuten, oder? Nee, das ist ein Silo für Futter wahrscheinlich. Guck mal, die mähen hier sogar Rasen. Siehst du das? So eher so einen Weg haben die extra. Ja, extra hier einen Weg. Boah, so, da müssen wir gleich mal einen Blick reinwagen. Ja, definitiv. Komm, hier kann man noch ganz gut reingucken. Einmal einen Blick wagen in diese riesige Anlage. Boah. Ne, das ist quasi das, wo wir gerade drauf standen. Nur hier gibt es keine Lamellen. Und da ist sogar noch der ganze Dung von den Tieren. Boah, wie viele Tiere hier wohl gelebt haben und auch gestorben sind. Also ich esse ja gerne Fleisch, ich bin ehrlich zu euch. Aber wenn ich manchmal an das Tierwohl oder so denke, dann wird mir wirklich schlecht, aber ich krieg's nicht hin. Also ich habe es schon reduziert, aber ich krieg's nicht hin, komplett darauf zu verzichten. Dafür ist es einfach zu lecker. So. Hier steht noch ein ganzer Trabi. Hier steht noch irgendwo ein ganzer Trabi. Das ist alles voller Gasmasken. Mal was ganz anderes, ne? Hat irgendwie Kriegsbezug, aber irgendwie dann auch wieder nicht, ne? Ja, aber trotzdem erkennt man auch ein bisschen von den Wegen und von den Lampen, dass hier war was. Ja. Ich glaube, Rinder wurden hier gezüchtet. Nee, wirklich. Rinder. Das ist eine Rinderfarm. Achso, nee, keine Kinder. So, hier sind wieder. Hier, die hat der Olli gesucht, die Masken. Die hat er gerade gesucht für die Filter. Ja, alles voll. Und das sind die, die Olli gerade gesucht hat. Die Bauart habe ich auch noch nie gesehen von diesen Filtern. Schaut mal, Leute. Ich glaube, das ist so was wie FFP2 für Feinstaub, weißt du? Komplett anders. Mhm, noch nie gesehen, ne? Zieh mal auf. Schau mal an, wie viele Tiere hier alleine in diesem Gebäude gestanden haben. Boah. Ja, das hat man dann einfach sich selbst überlassen irgendwann, als die Mauer gefallen ist. Da vorne sind noch mehr wahrscheinlich. Aber ich möchte jetzt den Trabi finden. Der ist in irgendeiner Halle. Das weiß ich. Der ist in irgendeiner Halle. In der Halle ist der. In irgendeiner Halle. Und da hat man fotorealistisch dann Gasmasken draufgestellt. Was ist das denn hier? Das ist irgendwas Geschreddertes, ne? Ja. Papier oder so? Nee. Ne? Guck mal, da hinten ist alles voll. Hier weitere Gasmaskenfilter. Hier alles voll. Hier sogar komplette Gasmasken.
komplette Gasmasken. Zustand ist natürlich, geht so. Aber alleine schon, dass sie noch hier sind. Oh, Alter, guck mal. Guck dir das mal an. Die hat man hier einfach hingestellt. Ja, bis das Dach eingekracht ist. Boah. Das sind wieder Kinder. Das sind Babygasmasken. Guck mal, die schwarzen. Unglaublich. Mhm. Leider zerfallen die schon komplett. Die kann man gar nicht aufheben. Oh ja, super Zustand. Ja, das ist wirklich. Ich liebe diesen morbiden Charme. Ein Zeichen. Hier sind wir. Hier geht man da rein. Bitte? Da waren wir schon. Ah ja. Nee, wir suchen den gerade. Aber da ist alles voller Filter. Und Babygasmasken. Habe ich auch noch nicht gesehen. Und was hast du, erster Eindruck? Ist okay. Ja. Kein Bunker, ne? Was hast du? Okay. Ey. Jeder hat ja so seine eigenen Vorstellungen immer, was cool ist, was nicht cool ist. Aber ich habe diese Anlage bisher zweimal auf Social Media gesehen. Und ich fand die auf jeden Fall so interessant, dass wir gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall mal hier hinfahren. Ja, mal schauen, was die Anlage hier noch zu bieten hat. Hier scheint auf jeden Fall Wertstoffhof gewesen sein. Eine alte Waage könnte das hier sein. Da drin. So, hier gucken wir jetzt mal, dass wir nicht irgendwie gleich irgendjemanden in die Hände laufen. Da hätten wir jetzt wenig Bock drauf. Hier bitte. Ja, ne? Ich glaube, da ist der Trabi. Ich glaube, da ist der Trabi. Alexander. Ja. Crazy Anlage. Ja. Die sind, das, also ich glaube, die haben hier, das ist, hier ist Schrott abgelagert, also getrennt worden, und dann hat man das hier mit diesen komischen Dingern dann hier drauf verbracht. Ja. Tausendmal. Ne, und dann einfach sich selbst überlassen. Ja. Aber am Stacheldraht außen, an der Sicherung, siehst du ja schon, dass es mal so ein Militärgelände war. Ja. Ist ja gesichert wie ein ehemaliges Militärgelände. Genau. Ja, hier, guck mal, ganz klar, Müllhalde. So, hinter dem Ding, hat er gesagt, ist das Gelände, das Gebäude. Da wollen wir natürlich jetzt nicht in die A. Das private Wohngebäude. Ja, genau. Aber überlegt mal, Leute. Man hat hier den Müll hingebracht, Plastik ist das wahrscheinlich. Und hat man einfach hier liegen lassen und sich selbst überlassen. Das ist doch Plastik. Ja, ja, das wird hier. Das ist nie das Thema gelber Punkt. Ja, ne? Hier ist der gelbe Punkt. Hier ist der gelbe Punkt, Leute. Wir haben hier gerade eine illegale Müllhalde aufgedeckt. Nee, die ist aber, guck mal, die sind richtig gewürfelt. Ja. Die sind verarbeitet, industrieverarbeitet. Mhm. Jetzt müssen wir leise sein. Ich glaube, das Haus ist aktiv da vorne. Da ist er, da ist er. Da ist er. Aber das ist er nicht, aber. Da ist auf jeden Fall. Dann ist hier noch einer. Dann ist hier noch einer. Spannend, ne? Gerade. Ein alter Trabi in einem Top-Zustand, Leute. Schaut euch das mal an. Ja, lass uns eine Urbex-Tour damit machen. Das ist ja mal cool, eine richtige alte Pappe. Das ist Opel Blitz, das ist gar kein Trabi. Ja, sieht aus wie ein Trabi. Guck mal hier,
Nee, das ist schon ein Trabi. Aber die Frage ist, warum ist da ein Blitz drauf? Warum liegt hier Stroh? Turbo-Trabi. TT. Ja, das ist das Alessandro Mobil. Na, guck mal, da liegt noch ein Auto. Da liegt noch ein Auto. Aufgebockt. Hier würde ich gar nicht reingehen. Aber hier noch mal reingucken wenigstens. Hier liegt ein alter Motor mit Getriebe. Ganz viele weiße Handschuhe, Michael Jackson Handschuhe. Hier dann die NVA Handschuhe und alles voller Gasmasken. Ey. Unnormal. Irgendwelche Autoteile. Wie viel waren die Handschuhe? Was ist das? Hat das was damit zu tun? Oder? Ja, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, aber ich weiß nicht, wofür die Bauwollhandschuhe waren, das weiß ich leider nicht. Aber ich. Kommt da jemand? Nee. Okay. Oh, danke schön. Sehr aufwendig von dir. Ja, komm, ein Blickwagen, Mann, ne? Laster. Oh, guck mal hier. Was das denn ist? Straßenkehrmaschine. So, gehen wir da raus. Aha. Frühes Modell, ne? Der Kobold? Der Ostgold? Der Ostgold. Der Ostgold. Da nochmal der Trabi. Ah, lass mal. Müsst ja nicht überall reingucken. Teilweise genutzt. Mhm. Deswegen das. Jetzt mal gucken. Ist oben zugeschweißt. Müll. Papierschnipsel sind das. Wahrscheinlich alte Dokumente. Bisschen Licht. Was hast du entdeckt? Licht. Ah, ja. Müllhalde, ne? Ja, Fremdnutzung von den Leuten. Ja. Als ob da jemand wohnt. Nee. Das kann sein. Warte, ich guck, ich hab da irgendwo ein Licht. Hast du schon gefunden? Mm-mm. Aber Olli denkt, das ist der wahrscheinlich. Also, die haben auch einen Teil. Die waren braun, Alter. Ich meine. Das Dach fehlt. Haben sie echt das Dach geklaut? War der blau? Jo, nee, das Dach war schon damals nicht da. Aber da sind die Gasmasken nicht drauf, dann ist der das nicht. Ist er das? Nein, ist er nicht. Da waren Gasmasken drauf auf dem Trabi. Das ist der. Ja, wo. Wo. Ja, ich höre. Ja. Okay. Schaut mal hier. Guck mal, neue Tür, neues Tor. Das sieht natürlich, die Eingänge schon krass. Aber den Bunker haben wir noch nicht gefunden, die Bunkertür. Ja. Total spannend. Aber alles vermüllt, Leute. Hier ist wirklich alles vermüllt. Viel Asbest auch. Guck mal hier. Ja, das sind alles Asbestplatten. Und richtig runtergerockt alles.
was sich hier noch finden lässt. Ja. Es ist ein Schrotter, ne? Ganz viel Schrott. Die haben hier einfach alles hingeworfen, Leute. Die haben hier. Alles voller Kupferkabel, Aluminium. Die hatten wahrscheinlich mal vor, das Ganze rauszuholen. Und dann hatten sie doch keine Lust mehr. Hier waren wir schon, ne? Keine Ahnung. Boah, alles voller Müll, Leute. Hier ist alles voller Müll. Da hat auch keiner Bock drauf, das zu entsorgen. Wisst ihr, was das an Geld kostet? Aber hier hat man einfach alles, Kinderbetten. Hier hat man einfach alles hingeworfen. Ekelig. Total traurig. Freudig, ne? Ja. Nicht so geil. So, meine Freunde, also wir haben uns jetzt hier das ganze Gelände angeguckt. In dem Video sah es ein bisschen spannender aus, aber ich hoffe trotzdem, dass wir ein bisschen ein interessantes Video für euch machen konnten. Da vorne kommt ein Auto. Aber jetzt sind wir ja fertig mit der Location, von daher können wir auch runtergehen. Also auf der einen Seite spannend, weil sowas hat man noch nie gesehen, aber auf der anderen Seite natürlich auch richtig runtergekommen und ziemlich viel Müll. Aber in Summe war es unser erster Spot und jetzt bleibt dran, denn wir fahren jetzt direkt zum nächsten Spot und das wird auf jeden Fall auch nochmal richtig, richtig spannend. Also bis gleich. Tschüss.